jetzt, gerade eben haben wir die Bilder so gemacht, jetzt ist natürlich das Problem, ich kriege sie gar nicht ganz drauf, wenn ich die Bilder so mache, ich muss weiter weggehen. Auch kann es sein, dass die Person verzerrt, weil wenn ich mit einem Weitwinkel so nah rangehe, dann wird vielleicht die Nase zu groß und die Füße zu klein. Weil alles, was in die Ecken geht, das verzieht sich. Deswegen ist es gut, wenn wir zum Beispiel mit einem Stativ arbeiten, wo wir den Blitz draufpacken können. Ich habe hier einmal so eine Box. Die Box hat jetzt 120 Euro gekostet. Das ist relativ viel, dafür, dass der Blitz nur halb so teuer war. Funktioniert aber ganz gut. Man kann auch einen Schirm nehmen. Es gibt so Schirme, so eine Art Regenschirme, die man an das Stativ schraubt. Und es funktioniert dann ähnlich. Die Funktion jetzt, was wir hier jetzt haben, was jetzt anders ist, zum einen habe ich es auf dem Stativ, das heißt, ich muss es nicht mehr in der Hand halten. Zum anderen haben wir aber diese weiße Fläche und die macht das Licht ein bisschen sanfter. Dann ist das Licht nicht so hart. Und das sieht dann ganz schön aus. Das hat so eine Art Studio-Shooting-Look. Auch der Blitz ist ja relativ klein. Und man sieht im Auge nur einen kleinen weißen Punkt. Wenn man das ans Gesicht hält, dann hat man das Auge, hat man einen schönen großen weißen Punkt. Und das ist ja das, was wir mit Fashion-Shootings oft ja hinkriegen wollen. Diese Tiefe in den Augen und diese Helligkeitsunterschiede, diese Fülle an Informationen in den Augen, kriegen wir hin, je größer diese Fläche ist. Und für so einen portablen Blitz ist das eine ganz gute Größe. Ich habe die Einstellung jetzt eigentlich so gelassen wie gerade eben. Ich improvisiere das ja immer. Also alle Einstellungen variiere ich, je nachdem. Wenn es zu dunkel ist, mache ich es heller. Und wenn es zu hell ist, mache ich es dunkel. Ja, genau. Du kannst ein bisschen mit dem Kleid spielen. Ich schaue noch einmal, ob hier alles gut ist. Da ist alles gut. Okay. Ich zoome jetzt auch mal ein bisschen ran. So, ich mache einmal hier den ISO. Ich bin immer noch mit der Canon 550D hier. Ich habe auch die Canon 6D hier, die Vollformatkamera, die ja, fünfmal mehr kostet. Aber warum brauche ich jetzt nicht? Ich habe hier den Blitz, der hilft. Schau noch mal ein bisschen Richtung Blitz. Und wir können auch einmal. Komm noch mal weiter. Oder geh noch mal ein Stückchen weiter an die Wand. Ich mache jetzt noch mal ein Bild von unten nach oben. Den Blitz so. Ja, sehr schön. Sehr schön. Blende nochmal ab. Und komm ein bisschen nach vorne, so. Oh ja, mach das nochmal. Ja. Ja, mit zwei. Okay, das mache ich nochmal. Ich mache das noch ein Tickchen höher hier. Ich muss aufpassen, dass es nicht umkippt. Das sind billige Stative hier. Es kann passieren, dass es umkippt, wenn das Gewicht oben zu schwer ist. Deswegen habe ich das Standbein, das Gewicht ist jetzt kippt vielleicht nach vorne. Deswegen ist hier das Bein, damit es nicht in die Richtung kippt. Oh ja, ist auch schön. Okay, und lehn dich nochmal an die Wand. Vielleicht das noch einmal ein bisschen dramatischer hier, das Licht ein bisschen näher. Na, da kippt es schon. Achso, das ist jetzt. Ja, okay, genau. Bleib nochmal so. Sehr schön. Und komm noch mal weiter weg von der Wand. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Schattenspiel haben. Das kriege ich hin, indem ich das Model von der Wand wegnehme. Sehr schön. So. Und jetzt machen wir einfach noch mal was ganz spontan. Ich hatte gerade die Idee, wir machen das einfach mal zu, wenn das geht. Oh. Oh, 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 oh. So. Ist das so?
Ja. Voilà. Ja, voilà. Wir nehmen nochmal einen Stuhl. Schauen wir mal. Und du setzt dich einfach mal hier drauf. Ich schaue nochmal, ob die Kamera mitmacht. Die Kamera macht noch mit. Okay, was ich jetzt möchte, vielleicht nehmen wir das nochmal. Genau. Also, was ich jetzt eigentlich möchte, ist, dass man das gar nicht sieht. Dass man gar nichts sieht, sondern nur das Model. Das heißt, ich muss so abblenden, dass eigentlich alles dunkel ist, dass man, wenn der Blitz nicht an ist, ich mache mal ein Foto ohne Blitz, dass eigentlich fast alles dunkel ist. Ja, ich sehe gar nichts. Jetzt mache ich den Blitz an. Ich muss ihn wahrscheinlich ein bisschen heller machen. Ich mache ein bisschen heller. Ein bisschen mehr Power. Mach mal einen Test. Geht noch ein Tickchen heller. Jetzt bin ich auf halbe Power. Und ja, geh noch ein bisschen weiter mit dem Stuhl, doch ein bisschen weiter nach hinten. Oder ein bisschen zur Seite. Genau so. Ich kann hier den Blitz ruhig weiter runter machen, dass ich eine schöne Ausleuchtung habe aufs Gesicht. Ich stelle jetzt den Blitz mal hier hin. Ich habe den ja sonst immer in der anderen Seite. Okay. Und genau, du kannst auch einmal zu mir schauen. So. Sehr schön. Oh ja, sehr schön. Noch ein bisschen Richtung Blitz. Ja, das machen wir nochmal. Das nochmal ein bisschen. Das einmal so. Ja? Okay. Vielleicht doch noch einmal von oben. So. 1, 2, 3. Ja, ist schön. Bleib nochmal so. Genau, ganz ruhig, so als Stillleben. Ist das sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. So. Sehr schön. Und schau nochmal so nach unten, genau. Okay, ich glaube, ihr seht, man kann selbst mit den günstigsten Kameras, wenn man einen Blitz hat, der auch super günstig ist mit 59 Euro und ein hübsches Model, kann man eigentlich überall tolle Fotos machen, solange alles noch hält. Schauen wir uns an, was wir noch im Equipment haben. Bis gleich.